Ich wollte schon immer mal vor der Kamera stehen. Hallo? Gehst du bitte von meinem Arbeitsplatz weg? Okay. Einmal mit Profis arbeiten, das wär's. GarnelenTV. Herzlich willkommen bei der 8. Ausgabe von GarnelenTV. Mein Name ist Lukas Müller und wir haben folgende Themen heute für euch vorbereitet. Nämlich die Goldene Tigergarnele, die Aqua Expo Tage 2013 in Dortmund und wir haben eine Nano-Aquaristik AG in der Gesamtschule Hückelhofen besucht. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns am Ende der Sendung nochmal. Aqua Expo Tage in Dortmund. Vom 4.10. bis 6.10.2013 fand auf dem Gelände der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel die Messe Aqua Expo Tage 2013 statt. Viele schön gestaltete Aquarien, Ausstellungen von Verbänden und Vereinen wurden den Besuchern vorgestellt. Tausende Aquarianer nutzten die Messe für Einkauf, Beratung und Austausch. Wir selber haben zusammen mit dem AKWB einen Stand auf der Messe aufgebaut. Wir haben verschiedene Schnecken wie diese Zebraschnecken, Garnelen und Krebsarten ausgestellt, sowie den Sandwasserfall, der das Publikum nur so anzog. Bei Aquatom fühlten die Krebse sich sogar so wohl, dass sie sich gepaart haben. Am Stand vom Megazoo waren sehr schön gestaltete Aquarien. Christian Homrichhausen stellte uns verschiedene LED-Lampen live vor der Kamera vor. So, hallo. Hallo GarnelenTV. Wir sind heute hier auf den Aqua Expo Tagen in Dortmund und wir haben total viel Technik. Nämlich, wir haben ein Luxmeter, also ein Gerät, um die Lichtmenge zu messen. Und ich habe mal verschiedene kleine LEDs mitgebracht, von verschiedenen Ständen mir zusammengeliehen. Und wir wollen einfach mal gucken, was kann LED an Lichtmenge. Und wir fangen mal mit was Kleinem Schwarzen an. Und zwar die Aqualighter. 5 LEDs. Die kommt jetzt in die Mitte, damit unser Luxmeter hier auch schön anzeigen kann. So. Luxmeter schlägt aus und sagt 69 Lux. Weil nichts ist schlimmer, als das Farbempfinden oder die Helligkeit von Licht zu beurteilen mit dem menschlichen Auge, weil unser Auge passt sich an. Das war die erste LED, die wir zeigen wollen. Als zweite LED zeigen wir die LED von Fluval. Großes Metall-Kunststoffgehäuse. Von der Optik her, von meinem Augenempfinden würde ich sagen, ist schon ein bisschen heller. Hat 123 Lux. Wir machen weiter mit was kleinem Silbernen. Das ist die neue Power-LED von Dennerle. Die gibt es erst ab Anfang Dezember im Handel.
Und das Kabel, was runterführt, ist das hier. Hat 12 LEDs und wir kommen auf einen Wert von 158 Lux. Ist schon interessant, so eine kleine Lampe. Und im Verhältnis doch ziemlich hell. Und wir machen noch weiter mit einem Klassiker von der Firma Eheim. Relativ groß, 8 Watt Stromaufnahme, eine einzige LED. Der Halter passt nicht auf die stabile Scheibe von 8 mm. Darum halte ich die einfach mal drüber. Also wir haben gesehen, sowohl die Eheim als auch die von Eheim sind relativ hell. Und wenn wir einen Quotienten bilden zwischen Stromaufnahme und abgestrahltem Licht, schneiden die von Eheim und die von Dennerle ziemlich gut ab. Was natürlich noch nicht viel heißt oder noch nicht viel sagt über das eigentliche Pflanzenwachstum, weil LED-Licht hat ein Spektrum und dieses Spektrum muss natürlich auch zu den Photosynthesepigmenten der Pflanzen passen. Und was ich aber sagen kann, die von Dennerle funktioniert gut im Pflanzenwachstum, die von Eheim ist schon lange im Markt, wird also auch gut funktionieren. Zu der Fluval kann ich relativ wenig sagen, aber was ich gesehen habe von der Helligkeit, war die auch schon ganz prima. Danke. Wir haben an unserem Stand in einer unserer Becken eine Unterwasserkamera versenkt und die Besucher beim Beckenanschauen gefilmt. Hier ein kleiner Ausschnitt. Der Messeveranstalter Michael Schönefeld war sehr zufrieden. Ein Besuch auf der Aqua-Expo-Tage in Dortmund ist für jeden Aquarianer oder Nicht-Aquarianer auf jeden Fall lohnenswert. Wir freuen uns riesig auf das nächste Jahr.
Die goldene Tigergarnele ist erst seit dem letzten Jahr regelmäßig auf dem deutschen Markt erhältlich. Ihre Körpergrundfarbe ist gelblich-gold-orange, wobei die dunklen, typischen Tigerstreifen auf den beiden Körperseiten je nach Tier mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt sind. Die goldenen Tigergarnelen sind wie auch die meisten anderen Zwerggarnelen Allesfresser und eine sehr friedliche Art, welche sich gut mit friedlichen, kleinbleibenden Fischarten vergesellschaften lässt. Eine Haltung in einem Garnelenaquarium ist aus unserer Sicht sehr zu empfehlen, um eine Vermischung mit anderen Arten zu verhindern. Es sollte ein wenig Moos und Wurzelholz im Aquarium vorhanden sein, sowie Versteckmöglichkeiten in Form von Laub oder Höhlen. Wenn die goldenen Tigergarnelen sich wohlfühlen, entlässt das Weibchen ca. alle 5 bis 6 Wochen bis zu 30 vollständig entwickelte Junggarnelen. Die Junggarnelen zeigen bereits von Anfang an die gelblich-goldene Färbung. Tigermusterung folgt erst mit dem Alter. Wir halten sie bei einem pH-Wert zwischen 6 und 7, einer Gesamthärte von 5 Grad, einer Carbonathärte von 1 und bei einer Temperatur von 23 Grad Celsius. Tigergarnelen mögen anders als ihre Bienenverwandten einen leicht höheren Leitwert. Irgendwo in Deutschland gibt es Leute oder Gruppen, die sich intensiv mit Garnelen beschäftigen. Leider sind einige Gruppen und deren Einsatz unbekannt. Jedoch an der Gesamtschule Hückelhofen ist dies anders. Wir haben dort die Nano-Aquaristik AG unter Leitung des Lehrers Benjamin Fork besucht. 30 Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren nehmen an der bundesweit einzigartigen Nano-Aquaristik AG teil. Benjamin Fork bringt den Kindern und Jugendlichen in dieser AG bei, ihr eigenes Aquarium zu Hause in Betrieb zu nehmen und die Wirbellosen entsprechend zu pflegen. Es werden eigene exotische Unterwasserlandschaften in den Schulaquarien eingerichtet und die Schülerinnen und Schüler erlernen das Grundwissen rund um die Nanoaquaristik und die Wirbellosen. Die AG ist ein voller Erfolg. Jedes Halbjahr melden sich bis zu 90 Schülerinnen und Schüler für die AG an, aus denen dann die 30 Glücklichen ausgelost werden. Der Schulleiter Georg Schiefelbein hat die AG von Anfang an fantastisch unterstützt und ihr mittlerweile einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt. Die Gesamtschule Hückelhofen ist seit dem Jahr 2013 sogenannte MINT-Schule, hat einen naturwissenschaftlich-künstlerischen Schwerpunkt und arbeitet überwiegend nach dem kooperativen Unterrichtsprinzip. Dies findet sich auch in der AG-Arbeit wieder. Die Kids arbeiten in festen Teams an unterschiedlichen Projekten. Das Team der Technik und Pflege kümmert sich im Speziellen um die Aquarien und deren Bewohner. Das Team Garnelencomic eifert dem Cartoonisten Toddy nach und erstellt ein eigenes Comic. Die sogenannten Online-Scouts durchsuchen soziale Netzwerke, bekannte Internetforen, Auktionshäuser und Online-Shops nach neuen Trends und Entwicklungen in der Wirbellosen-Szene. Eine weitere Gruppe erstellt ein digitales Riesengarnelenbild an iPads. Die Schüler Dennis Ortner und Christian Lauruschkat bilden das Filmteam. Sie erstellen einen eigenen Film über die AG. Das Team vom AG-Heft aktualisiert im Moment die erste Auflage des AG-internen Standardwerkes rund um die Wirbellosenhaltung. Dieses erhalten alle Mitglieder der AG am Ende des Halbjahres. Zusammen arbeiten die Schüler dann auf sogenannte Meilensteine hin, wie zum Beispiel den Tag der offenen Tür oder das Garnelen-Championat. In ihren drei Aquarien halten und vermehren die Schülerinnen und Schüler der AG derzeit rote Sakura und CPO-Krebser. Alle gängigen bekannten Taiwan-Bees wie King Kong, Panda, Red Wine, Red Ruby, Blue und Red Bolt sowie F1 Taiwan-Mischlinge.
In ihrem dritten Becken hat sich die AG einen kleinen Traum erfüllt. Nachdem das Team der Online-Scouts den Trend um die sogenannte Pinto-Garnele in die AG getragen hatte, musste ein entsprechend besetztes Aquarium her. Der Lehrer Benjamin Fork stellte die Tiere gerne aus seiner Privatzucht zur Verfügung. Im Lieblingsbecken der AG tummeln sich nun eine Pinto-Garnele, Pinto-Mischlinge Spotted Head und Blue Shadow Musura. Diese Besonderheiten sind alles Nachzuchten der aus den Breeders und Keepers bekannten Züchterin Beate Engkirch. Die Sakura sind das Ergebnis aus intensiver Selektion durch die Schülerinnen und Schüler. Die Taiwaner stammen aus Spenden der ebenfalls bekannten Züchter Bernd Pühl, Melanie Ried und Stefan Rauwolf. Die Schülerinnen und Schüler haben mehr als über 30 Fragen vorbereitet, die sie uns gestellt haben. Wie fühlt man sich als Online-Star? Zusammen haben wir dann mit den Kindern und Jugendlichen die aktuelle Folge GarnelenTV geguckt, sowie den Gruß von Chris Lukaub, den wir extra für die AG aufgenommen haben. Ja, hallo, hier ist Chris Lukaub. Viele Grüße in die Nano Aquaristik AG. Ich bin auch ein Nano-Fan, so wie ihr. Und wir sind hier auf einer Messe in Dortmund. Shrimps, Garnelen, Krebse, alles, was das Herz begehrt. Cheers, have a good time. Selbstverständlich hatten wir auch eine Riesenüberraschung für die Nano AG vorbereitet. Im Oktober fanden die Aqua-Expo-Tage statt, wo Lukas und Jendrik bei einigen Firmen um Sachspenden und Unterstützung für die Nano-AG gebeten haben. Wir haben insgesamt 7 Aquarien und diverses Zubehör von verschiedenen Firmen gesponsert bekommen. Dies haben wir der Nano-Aquaristik-AG mitgebracht und die Kinder, vor allem Benjamin Fork, konnten es kaum fassen. Benjamin stand uns auch in einem Interview Rede und Antwort. Wir sind in der Gesamtschule Hückehofen und besuchen hier die Nano-Aquaristik-AG. Dies wurde gegründet von Benjamin Fork, der befindet sich hier rechts neben mir. Hallo Benjamin. Hallo Jendrik. Wie bist du denn dazu gekommen, eine Nano-Aquaristik AG zu machen? Ja, das fing an im Jahr 2011. Da habe ich selbst angefangen, Garnelen zu halten. Und da kam mir sofort die Idee, auch eine AG zu gründen, wo es um Garnelen geht. Und 2012 bin ich hier in die Gesamtschule Hückelhofen gekommen als Lehrer und konnte dann endlich diesen Traum, den ich immer hatte, von einer Garnelen-AG hier wirklich umsetzen, seit 2012. Wird es denn gut angenommen von den Schülern? Das wird fantastisch angenommen. Die AG ist unheimlich beliebt. Wir haben 30 Plätze hier und 90 Schülerinnen und Schüler haben sich letztes Mal beworben. Also es ging hier wirklich nur über das Losverfahren, schon fast wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das heißt, die ganze Schule ist mit von der Partie, alle sind dabei. Du hast vorhin erwähnt, dass ihr viel Unterstützung von den anderen Lehrern bekommt. Ihr habt sogar ein eigenes Klassenzimmer, nur für die Nano-Aquaristik AG. Ja, also unser Direktor, Herr Georg Schiefelbein, unterstützt die AG mit allem, was er kann und hat uns dieses Jahr einen Raum zur Verfügung gestellt, der sogenannte Nano-Raum. Wir benutzen den aber noch zusammen mit der SV und unserem gesunden Frühstück Frech. Unterstützung bekommt man hier viel von den Kolleginnen und Kollegen. Auch die Ideen zur AG, die kommen hier nicht nur von mir, natürlich auch von den Schülerinnen und Schülern, aber zum Beispiel Ideen in dem Bereich Kunst. Unsere Schule hat ja einen naturwissenschaftlich-künstlerischen Schwerpunkt. Die kommen dann auch mal von Johanna Musiol oder Silke Schepanek, das sind zwei tolle Kunstlehrerinnen. Die haben mich auf die Idee gebracht, ein 3D-Aquarium im Pop-Art-Stil zu erstellen mit den Schülerinnen und Schülern. Oder digitale Kunst, die Idee kam von Klaus Messerer, dem Medienbeauftragten hier an der Schule und Mathe-Experten. Ja, also das ist ein Gesamtkonstrukt von allen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben euch ein paar Aquarien von einigen Firmen mitgebracht. Was habt ihr denn jetzt in Zukunft damit vor? Was für Tiere möchtet ihr pflegen? Wir haben schon ein paar Tiere und wir können dann in Zukunft noch besser selektieren. Aber unser großer Wunsch ist natürlich, auch eine Vielfalt an unterschiedlichen Garnelenarten hier zu halten, zu vermehren und vielleicht auch mal nach bestimmten Zuchtzielen hier hinzuzüchten bzw. zu selektieren. Wir würden uns freuen, wenn wir in Zukunft noch ein paar bunte Neocaridina-Arten hier halten können. Die Schülerinnen und Schüler finden die Farbe Blau ganz toll. Dann haben wir ja hier schon sehr rote Sakura. Wir haben noch nichts Gelbes hier rumschwimmen. Dann haben wir aber auch einen ganz großen Fable hier in der AG. Das sind, wie gesagt, blaue Garnelen, die Blue Balls, die haben wir schon da. Und Blue Shadow Musura. Und dass wir da auch irgendwo in die Richtung weiterarbeiten.
dann zur Nano-Aquaristik gehören dann natürlich nicht nur Garnelen, auch Krebse. Bis jetzt haben wir nur 2 CPOs und ja, dank der fantastischen Becken, die ihr mitgebracht habt, können wir uns auch hier artentechnisch wirklich verbreitern. Nun habt ihr aber eine extrem hohe Nachfrage in der AG und ja, sage und schreibe 30 Schüler. Wie kommt es, dass jetzt Kinder und Jugendliche so sehr auf diese AG abfahren? Ich denke, das liegt an der AG selber. Die Nano-Aquaristik AG hat unheimliches Potenzial. Die Garnelen haben unheimliches Potenzial. Kleine Krebse haben unheimliches Potenzial. Kinder fahren total auf Farben ab. Alles, was bunt ist, ja, alles, was sich bewegt, alles, was krabbelt, das kommt unheimlich gut an. Und wenn man das in Schule packt, dann hat man gewonnen. Und wir hier an der Gesamtschule Ökelhofen, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Wir haben ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler mittlerweile, die ein eigenes Becken oder schon mehrere Becken zu Hause haben. Und die Motivation, die sie hier in der AG bekommen, die nehmen sie auch mit nach Hause, versprühen das in ihrem Freundeskreis. Benjamin, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es hat uns irre viel Spaß gemacht. Ja. Und ich hoffe, wir kommen irgendwann wieder. Und auch noch in vielen Jahren wird deine Nano-Aquaristik. Ich würde mich sehr freuen, ja, alles klar. Vielen Dank, GarnelenTV, dass ihr hier bei uns wart. Ihr habt den Kindern und Jugendlichen und auch mir einen ziemlich großen Wunsch erfüllt. Vielen, vielen Dank. Auch ein großes Dankeschön, wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, an alle Firmen, die uns vor eurem Besuch und vor allen Dingen jetzt auch nach eurem Besuch hier so fantastisch unterstützt haben. Vielen Dank. Auch von uns vielen Dank. Für uns war es der beste Moment, den wir mit GarnelenTV bisher erleben durften. Wir haben uns sehr gefreut, Kinder und eine Schule zu sehen, die sich mit der Aquaristik auseinandersetzen und die Aquaristik intensiv fördern. Ganz schön krass, was Benjamin Vogt da auf die Beine gestellt hat. Leider kommen wir jetzt auch wieder zum Ende dieser Sendung und hier kommt dann nochmal zur letzten Ausgabe von GarnelenTV. Wenn ihr hier klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren, damit verpasst ihr keine Videos mehr und hier kommt ihr zur nächsten Ausgabe von GarnelenTV. Teilt das Video auf Facebook, in anderen Social Networks und ich verabschiede mich mit: Schaust du GarnelenTV, wirst du Garnelen schlau. Bis dann!